Der Bechheim-Bruckner-Wettbewerb will junge Studenten und Studentinnen fördern und hat die Aufgabe, diesen ein Sprungbrett zu geben. Sie sollen in die Musikwelt hineinkommen und das macht man über Konzerte, über erfolgreiche Konzerte und über das Vorspiel. Also es ist, glaube ich, für das Brucknerhaus einzigartig, in dieser Talentförderung einen Kooperationspartner wie C. Bechstein haben zu dürfen hier in diesem Hause. Ich bin überaus glücklich, gerade jetzt in dieser Situation, jungen Talenten eine Aufführungspraxis zu geben, wo wir abseits von den großen Stars einfach wirklich ein Rampenlicht hier bieten können. It has been wonderful 2 days and it's a lovely performing facility. And I thoroughly enjoyed myself here and I hope the audience did the same. Der Wettbewerb ist ja so aufgebaut, dass jede Hochschule oder jedes Konservatorium in Österreich jeweils eine Person schicken kann. Natürlich ist das Niveau nicht bei allen gleich, aber ich glaube doch, dass auch jeder das Beste gegeben hat und die Institutionen würdig vertreten wurden. Es war eine sehr intensive Übezeit, weil das Programm durch 2 Runden umfasst und man für beide Runden üben muss. Aber natürlich auch eine tolle Möglichkeit, eine Herausforderung zu haben und wieder an neuen Stücken zu wachsen. Hier hatten die Teilnehmenden die besten Gelegenheiten dazu, sich perfekt darzustellen. Auf einem tollen Instrument, das auf die kleinsten Details direkt anspricht, das eine Vielfalt von Farben zur Verfügung stellt und einem Saal, der die musikalischen Gedanken auch weiterträgt. To get a performance in this kind of hall is very difficult and a competition helps pianists to get exposure and to get recognition. Any competition, it's just a wonderful opportunity to perform. And also, feedback is very important. We as jury members, we're trying not to be, you know, cruel, to be very supportive and friendly and only make positive comments, comments from which competitors can benefit, can learn something and in that way can improve. Das Schwierige für die Teilnehmenden ist natürlich, in diesem Moment auf die Bühne zu gehen, in diesem Moment ihr Bestes zu geben. Und da gibt es keine zweite Chance. Man lernt andere Pianisten und Pianistinnen kennen, die sich in der gleichen Situation befinden, die auch studieren und die Leidenschaft fürs Klavierspielen teilen. Das war ein sehr schönes Erlebnis und besonders habe ich mich über Flügel gefreut, weil der war einfach toll. Und über die Organisation, die war sehr, sehr warm sozusagen und mit sehr viel Rücksicht auf Teilnehmer. Also ja, das war wirklich eine sehr schöne Erfahrung. So I wish them all self-belief and confidence on stage, because they all deserve to do well in future.